Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play It's Easy World. Easy. Wir haben es easy-tastisch endlich auf diesen Thromb geschafft. Der perfekte Speicherpunkt. Und dann müssen wir jetzt mal hier dementsprechend weiterschauen, was wir denn jetzt so machen müssen. Anscheinend dürfen wir jetzt wieder auf die... Oh ja, auf die Kettensäge. Und müssen hier einen präzisen, hohen Sprüngi machen, um da wahrscheinlich ja einfach die andere Kettensäge... Freischalthorn zu können. Juan. Ja, okay. Mal schauen, wie das wird. Das Kettensägen-Debakel, es muss leider wieder hochgebracht werden. Ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Du musst halt in dem Moment, wo Mario wirklich auf dem Boden ist, musst du drücken, weil ansonsten macht er keinen hohen Sprung. Ich habe schon fast sogar das Gefühl, als müsste ich das im Vorfeld machen. Jetzt müsste ich ein, zwei Sekunden im Vorfeld X drücken, damit Mario... Ja, das hinnimmt. War das zu spät? Ich hatte ja dann nicht mehr die Möglichkeit, auf den raufzugehen. Tja, das Kettensägen balancieren. Ich muss so schnell wie möglich diesen Knopf aktivieren. Ich hatte doch eine Taktik. Ich hatte doch gesagt, links, rechts, links. Lass das mal nochmal machen. Also nicht hier. Nicht bei dem. Hier. Ja, das war zu zeitig. Ah, es regt mich schon wieder auf, dass ich hier so lange auf dem balancieren muss, bis ich es beweisen kann. Aber das ist wirklich perfekt, also riskieren möchte ich das nicht. So, da auch schon wieder, ich habe reingedrückt, aber... Da hat man gesehen, dass da was war, aber es ist ganz, ganz komisch. Ich mag das überhaupt nicht, ey. Es ist sehr, sehr schwammig. Also es hat jetzt nichts mit dem Heck hier zu tun, so generell. Dieses Kettensägen, einen Riesensprung von der Kettensäge ab ich kann nicht mehr reden, abzufeuern, ist super schwammig, wie ich finde. Man hat ja eben gesehen, wie lange das beim Thrumpy Thrump gedauert hat. Ja, und dann muss ich halt einmal, wenigstens ein einziges Mal auf die Kettensäge, damit ich von der auf die obere abspringen kann. Einmal muss ich sie noch benutzen. Bevor sie in die Lava fällt. Ja, da. Da habe ich jetzt schon so zweimal das Gefühl gehabt, als wäre ich noch drauf gewesen. Aber ich mache größere Sprünge. Das hat man ja auch gerade. Wow. Hier, guck. So. Wupp. Jetzt, what the fuck? Ich habe fünfmal X gedrückt. Habt ihr einen hohen Sprung von mir gesehen? Nee, oder? What the fuck, ey? Was da los? Das scheint ja... Nee. Hä? Das ist wirklich random. Das ist... zum Kotzen, so hier. Ja, aber, Moment, was jetzt? Bin ich zu... Die Kettensäge kommt doch gar nicht so schnell rüber. Und da, außerdem mache ich einen viel zu niedrigen Sprung. Muss ich da den Pfeil noch nach oben mitdrücken oder was? Oh, der dachte ich bin schon so gut wie tot. Oder wollte sich Mario retten, aber ich dann so, nee, ich glaub dir das nicht. Und er dann so, it's a me, no, ich hätte überlebt. Und ich dann so, ja, sorry, Bro. Ich spiele lieber mit Kopie Nummer 35698. Dein Leben ist leider vorbei. Genauso wie sein Leben und sein Leben. Gott, wie voll der Mario-Schrotthaufen sein muss, ey. Ja, wir haben hier, wie gesagt, zwei Probleme. Ne? Entweder ich komme nicht auf die letzte oder ich komme auf die letzte, aber komme dann nicht hoch. So, hier, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das... Ja, doch, das... Oh, ich bin so gut im Safe-State, ne? So, ich mache jetzt den Sprung. Genau. Ich muss erst mal schauen, was passiert denn jetzt da unten. Sowas passiert da unten, ja. Oh. Okay, es ist aber... Ich würde sagen, das ist mal jetzt ein etwas gemütlicherer Part. Okay. Ah, das ist hart. Aber machbar. Ja, und da haben wir wieder dasselbe Problem. Ich muss natürlich Kreis drücken, um da rüber zu kommen. Reindrücken, damit ich über die Spitze komme. Na, ihr wisst schon genauso. Ich habe es ja lang genug erklärt. So ist es aber immer wieder schwierig, das zu erklären, weil das glaubt einem keine Sau, wie präzise fucking Mario ist. Ich glaube, einen Führerschein zu machen wäre da einfacher. Nicht, dass ich das beurteilen könnte. Ich hab das schon mal gesagt. Ich und Führerschein, ich würde sofort GTA San Andreas spielen. Oder generell GTA.
Wenn mich da einer dumm anhupen würde, ich würde den direkt derbymäßig zu Tode rammen. Mir doch scheißegal, ob mein Auto dann auch kaputt geht. Im besten Fall ist es vielleicht einfach ein geliehenes, wobei, ja, kostet so oder so Geld, würde ich mal sagen. Naja, also wenn ich mein... Hui. Wenn ich mein eigenes Auto schrotte, dann kann ich notfalls sagen, naja gut, fahre ich halt nicht mehr. Also ist vielleicht besser. Einfach, ne, einfach mal aus Prinzip immer so ein Auto in der Hinterhand haben, falls sich mal jemand dumm anmacht, damit du den kaputt machen kannst. Ja, na mal schauen. Wie gesagt, dieser Sprung hier. Und ich traue mich da nicht in Safe-Sit zu machen. Das ist mir ein bisschen zu unpräzise, muss ich sagen. Das sollte aber so machbar sein, weil da hinten ist eine Plattform. Ich denke, wenn ich auf die Plattform komme, dass ich da dann eine Sekunde habe. Aber hier auch, wie ich da teilweise drauf gehe. Ja, weil ich halt nicht mehr Kreis drücke, sondern X. Das ist schon hart. Wobei, das sollte keinen Unterschied machen. Wenn du im Drehsprung bist und dann die normale Sprungtaste drückst, sollte eigentlich auch zählen. Aber naja. Ja, fast. Ne, fast. Darf ich nochmal erwähnen, dass man hier, dass man das normalerweise alles ohne Safe States machen muss? Also ist ja, die Länge ist ja an und für sich nicht mein Problem. Das ist lustig, dass die Ironie ist so hart. Normalerweise ist die Länge immer mein Problem, ja? Sagen die Mädchen auch ständig. Aber Marco, die Länge bei dir, ich krieg den einfach nicht rein. Nein, das meinte ich jetzt eigentlich nicht. In normalen Hacks, da beschwere ich mich immer, dass es zu kurz ist. So, hier, perfekt. Perfekt. Glaube ich zumindest. Ja, ich muss da halt nur die richtige Höhe generieren und oh. Holla, die Waldfee-Motherfuckers. Aber ja, also, das Problem ist halt nur, dass das alles so unpräzise wirkt. Wow! Okay. Was will er von mir? Ja, da muss ich ihn auch wieder, aber... Das Geräusch gefällt mir. Vielleicht nehme ich das als SMS-Ton. Nur das Problem ist, ich kriege keine SMS, außer von meinem Internetanbieter, Telefonanbieter. Auch nicht für WhatsApp oder so, das habe ich ja auch nicht mehr. Vielleicht für Telegram oder so, wenn das geht. Miau, das gefällt mir. Ich muss den da... Ja, genau so. Das wirkt doch kulant, würde ich mal sagen. Ja, aber du musst erst mal schauen, wie stellst du dich da hin. Muss mal ein bisschen üben, würde ich sagen. Ja, das war definitiv zu spät. Miau. Ja. Und dann machst du da eine riesen Pflanzenbarrage. Alles klar, Leute. Ja, dann würde ich mal sagen, was das für mit Let's Play Easy World. Wir haben wieder mal ein bisschen was geschafft. So ist doch geil, oder? Also jede Folge so ein Hindernis, wo man einfach mitfiebern kann und sich so überlegen kann, okay, wie ist es gedacht? Wie würde ich es machen? Fragen über Fragen. Und am Ende kriegen wir es dann tatsächlich hin. Aber auch wirklich immer knapp am Ende. Ne? Das ist immer so... Wenn es jetzt eine Sekunde länger gegangen wäre, dann wäre alles am Arsch, okay? Dann hätte ich da keinen Bock mehr drauf gehabt. Aber so muss ich sagen, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. 3 Folgen sind mir ehrlich gesagt genug für diesen Moment. Vor allem, weil ich ja wieder folgentechnisch ein bisschen hinterherhänge. Da schaue ich erstmal, dass ich die 3 Folgen hochladen kann. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin definitiv zufrieden, wenn wir das so machen. Kommen wir gut voran, würde ich mal sagen. So ein, ich meine, es gibt Leute, die würden das ganze Level in einem Part schaffen, aber okay, wir brauchen dann halt mehrere, aber wir schaffen jede Folge so minimal was, machen ein paar Safe States und dann passt es schon, würde ich mal sagen. Ja, also es ist deutlich angenehmer, wie ich finde. Ich würde ja gerne sagen, schreibt mal eure Meinung dazu, aber ihr seid dumme Mutterficker, ihr schreibt ja keine Kommentare, weil ihr auch die Videos nicht schaut. Also von daher brauche ich das Ganze nicht erwähnen. Spare ich meine Kraft dort schon mal. Ja, und YouTube spart sich die Likes. Kann sie dann für andere dumme Videos verwenden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Corona Black oder Corona Beans oder so. Da fliegen dann meine guten Likes wahrscheinlich hin, ja. Hey, habe ich lange nicht mehr gesagt, ne? Wenn ihr Masken tragt, seid ihr Faschisten. Hust, hust, hust. Ja, wurde mal wieder an der Zeit, glaube ich, dass ich das auch mal wieder sage. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.